Jo, herzlich willkommen zurück zu Vinkomanda Saga. Ich habe hier mein Setup mal ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich meinen Monitor gerade doppelt angeschlossen und kann jetzt zwischen dem OBS-Fenster im erweiterten Desktop und dem Spiel jetzt hier so wechseln. Das ist quasi die Vorstufe zum zweiten Bildschirm. Natürlich, ne, wenn ich jetzt auf den anderen Bildschirm gucken will, quasi muss ich umschalten am anderen Schirm, aber das ist eigentlich eine nette Lösung. Ist auch viel stromsparender. Und ja. Auf geht's, ja. We now know why the Kilrathi withdrew so fast. Two more Kilrathi carriers have joined the party, and the combined fleet is regrouped and is charging in towards our own forces. Sorry, pilots. Outnumbered 2-1. We cannot stand up to that kind of firepower. Confed HQ has ordered us to abandon the system and retreat. Apparently in the Brass's mind, the Bradshaw and the Hermes are more important to the war effort than our citizens. Our carriers must live to fight another day. We've already split from the Bradshaw, and both carriers will be withdrawing to two separate jump points. On a brighter note, the Hermes and the Bradshaw are launching a combined Alpha Strike to knock the Kilrathi fleet off guard. But we don't know how long the cats will play along. The colonists on Vega Prime are evacuating as many people off the planet as they can. Captain Moran has ordered us to stay in the system long enough to cover the refugee convoys. Regretfully, there's only enough space on the transports and shuttles to accommodate a tiny fraction of the population. The last convoy leaving Vega is currently en route to the Hell's Kitchen jump point. The Sparrowhawks have been escorting the convoy and have called in for backup. The Bloodhounds are being sent in. Alpha Flight will be Phalanx, Viper, Grey Wolf, and Sandman. I will be Bravo Leader with Catkiller, Zoro, and Icefire. The colonists' lives depend on us being at the top of our game. Don't let them down. Dismissed. Dismissed. Ja, muss ich mich erst dran gewöhnen hier an die Umschalterei. Aber so kann ich die Zeit nachgucken und ich sehe auch, dass die Aufnahme noch läuft. Ob ich eventuell meinen großen TV hier noch mit dazu klemme. Nur damit ich ab und zu mal auf die Zeit gucke und ja, weiß ich nicht. Ist glaube ich nicht so lohnenswert vom Stromverbrauch. Nicht zum Zwecke hier der Aufnahme. Legen. Da brauchte ich jetzt gar nicht viel machen, aber okay. All ships, resume course. Proceed to next waypoint. Wenn man streamt, dann ist so ein zweiter Bildschirm natürlich Bombe. Aber so macht mir das relativ wenig Sinn.
Jojo. So, Autopilot-Verbindung herstellen. Kommt uns auch bekannt vor. Das hat man schön übernommen aus dem vorigen Teil. So, mal gucken hier. Die müssen wir erstmal drauf, würde ich sagen. Die Bomber. Raketen drauf, Ruhe. Mache ich mir die Sache wohl deutlich einfacher mit. Krieg hier gerade mächtig auf den Sack. Bin mir jetzt hier nicht erreicht. Ist das jetzt wieder so eine storybedingte Sache? Oder bin ich einfach echt zu schlecht hier? Konvoi beschützen ist quasi fehlgeschlagen. Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, aber das wird sich, denke ich, rausstellen. Würde ich jedenfalls hoffen. Ja, gegen die Dinger haben wir doch eher keine Chance. War so. Zumal ich hier nicht die Arrow fliegen kann gerade, wo ich mit gleiten kann. Das kann nur in die Hose gehen hier. Oder machen die anderen das und ich unterstütze die gerade nur dabei? Ja, die schießen auch drauf. Das ist ja schon sehr nett. Alive.
aboard. I don't know what you're talking about. We're just a refugee convoy. Cut the BS. There's a reason why they've been sending wave after this convoy. Which a few of my pilots died protecting, mind you. I don't know. We're just carrying women and children. The Kilrathi don't send torpedo bombers after women and children. They send them after valuable targets, like carriers, or something else. Spit it out now! Okay, we'll confess. One of our transports is carrying Governor Houseman and his staff. Great. Just great. You're telling us that the governor of the entire Vega sector is on this convoy? Correct, pilot. So, tell us, which transport is he on? Sorry, but I won't do that. The Kilrathi are listening to this channel, they'll pinpoint it. That's why we put his transport among this convoy. Better blend in with the refugees and attract less attention. Yeah, good job hiding it, you turd. I just lost two pilots due to your little game. Well, Major, would your men have fought any differently had they known the governor was on board? Proceed to next waypoint. Wir haben einen Governor an Bord, versteckt unter Zivilisten. Bisschen Versteckspiel hier. Oh, Mist. First fighters, then bombers, and now capital ships? Hermes Control, this is Bloodhound Squadron. Picking up several destroyers pursuing the convoy. Requesting additional orders. Over. Understood. We're working on something here. Stand by. Just great. Bloodhounds, try diverting the destroyers' attention. Hopefully, like us, they don't know which transport the governor is in. Treffe irgendwie heute nichts hier. Good work. Ja. Schönen Dank. Scheint aber alles zu laufen, ja, wie es laufen soll. Aktuell.
bin ja nur Zuschauer irgendwie, anscheinend. Bomba. Ich habe keine Raketen, ne? Nicht mehr. Das ist absolut unschön. Die Mission will mir so gar nicht schmecken hier. Anders klungen. Naja gut, aber geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Ja, ich bin auf dem Weg zu landen. Gucken, was der Story Mode so jetzt hergibt, da storymäßig, ob das. Ich will auch nicht hoffen, dass ich zu schlecht war. Ah, oh, eine Videosequenz, okay. Das sieht nach Problemen aus. Ziemlich großen Problemen. Oh oh. Ja, unsichtbar machen konnten sie sich ja schon immer, ne? Besser wie der Mensch. Ist der jetzt gerade original verkackt oder was soll das jetzt darstellen? Oh oh. Das Planet Erde oder? Das ist jetzt aber unschön.
Wobei das in der Planet Erde aussieht. Aber okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Bloodhounds. That's the kind of performance you wish you could erase from your combat record. We're just lucky that Governor Hausmann was aboard the Halo Round all along. A sloppy ending to a sloppy campaign. It's been 2 hours since we jumped out of Vega, and have received a preliminary report from a scout that Bradshaw left behind in the system. The Kirathi bastards commenced a full-scale antimatter bombardment on Vega Prime. They didn't even bother to land troops. They just blasted the place and moved on. We expect the casualties to be high. There's no point blowing smoke up your asses. Das scheint so die Story zu sein, soweit ich das sehe. But there's no excuse we can make that will make this retreat feel any better. The only good news is that both the Hermes and the Bradshaw escaped. If our carriers have been lost, more colonies would have suffered the same fate as Vega Prime. Due to recent losses, the Brass is shifting squadron assignments around. Lieutenant Markham, you are being transferred from my squadron to the 544th, the Hell's Archers. I assure Lieutenant Colonel Gerhardt that you will serve him as well as you have served me. Get some rest. We are currently en route to Proxima Base to heave to for repairs and to resupply. We will then take this fight back to the Kilrathi. In the name of all the innocents who perished today, we will pay those bastards back tenfold. Ja, zumindest ist meine Trefferquote gestiegen. Mit Sekundärwaffe, ja, super. Sekundärwaffe ist, denke ich, Raketen, ne? Trefferquote 32% ist primär, also wahrscheinlich doch nicht so toll. Oh Mann. Ja, das hat man ja gerade schon und, ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann sind wir mal gespannt, ob ich die ein bisschen wiederholen muss oder ob wir storymäßig das einfach nur durchlaufen haben jetzt. Und, ja. Bis dann.